Eine Delegation aus dem schwedischen Säffle besuchte in der vergangenen Woche ihre Partnergemeinde Hagenow. Auf dem Programm stand das Kühnewerk, die modernste Essigfabrik Europas. Hier werden seit 1996 vor allem Soßen aller Art, zum Beispiel für die auch in Schweden bekannten Ketten Burger King und Subway, produziert. Zu bestaunen gab es riesige 150.000 Liter Acetatoren und tausende Röhren für jede Geschmacksrichtung. 150 Mitarbeiter sind hier in der soßenreichen Grillsaison beschäftigt, in einem der Aushängeschilder von Hagenow. Die Städtepartnerschaft mit dem südschwedischen Säffle wurde 2008 besiegelt. Seitdem finden fast jährlich gegenseitige Besuche statt. Weil wir haben einige aus Säffle, die das erste Mal in Hagenow sind. Das ist schon immer sehr beeindruckend. Die restaurierten Häuser, das sieht man gerne, den Stadtkern nochmal. Und insgesamt denke ich, haben wir da einen sehr guten Eindruck, den wir da hinterlassen. Ne? Nach dem Besuch bei Kühne stand kein Barbecue, aber ein zünftiges Mittagessen in Hagenow auf dem Plan. Außerdem die Besichtigung von Anlagen der Stadtwerke. Zeit zur Entspannung gab es in den 3 Tagen kaum. Grund genug für die Schweden, vielleicht für einen ausgedehnten Urlaub wieder in Hagenow vorbeizuschauen.